Herzlich willkommen zu unserer Reihe Feste im Jahreskreis aus biblischer Sicht. Wir wollen die Hintergründe von uns bekannten Bräuchen und Festen beleuchten. Heute geht es um den Fasching, im Rheinland auch Karneval genannt, und in den Gebirgsregionen hört man oftmals das Wort Fastnacht. Der Fasching beginnt ja bekanntlich um 11.11 Uhr am 11.11. und es folgen dann im neuen Jahr weitere Faschingstage, der Rosenmontag, Faschingsdienstag, Unsinniger Donnerstag und so weiter. Ich selbst konnte schon viel Erfahrung mit dem Fasching sammeln in meiner Jugend. Das ging schon vor meiner Geburt los, da meine Eltern Faschingsprinzenpaar waren. In meiner Jugend war ich dann als Gardemädchen im örtlichen Verein aktiv und später in einer Tanzband, die ja auch im Fasching sehr viel unterwegs sind. Naja, heutzutage bin ich Gott sei Dank mit dem Herrn Jesus, Yeshua HaMashiach, unterwegs. So, jetzt zur Geschichte. Wir schauen uns an, woher der Fasching, der Karneval, kommt. Eine Parallele findet man sicher im Römischen Reich. Da wurde der Gott Saturn in Form der Saturnalien gefeiert. Und zwar begannen die Saturnalien schon im Dezember und reichten dann bis in den Januar. Dabei wurden die Rollen der Diener und Herren vertauscht. Einher ging dieses Fest natürlich wie viele altertümliche Feste zu Ehren der Götter mit Orgien. Es wurde nicht nur viel gegessen und getrunken, sondern man lebte sich auch sexuell aus. Es gibt noch eine andere, aktuellere Herkunft des Faschings. Wenn man mal ins Internet geht, kann man lesen, ich zitiere: Der Ursprung des Wortes Karneval findet sich im Lateinischen. Karnevale heißt übersetzt so viel wie Fleisch, leb wohl. Seit dem 12. Jahrhundert stellen die Christen den 40 heiligen Tagen der Fastenzeit, eine Zeit der Sinneslust und Völlerei, voran. So, Zitat Ende. Hier wird leider die mittelalterliche katholische Kirche mit dem Christentum bzw. der Christenheit verwechselt. Muss tatsächlich der Mensch, der sich vornimmt, zu fasten und Gott zu suchen, wobei ich jetzt nicht glaube, dass so viele Katholiken Gott suchen wollen in der jährlichen Fastenzeit, aber das ist ein anderes Thema. Muss dieser Mensch noch auf gut bayerisch die Sau rauslassen vorher? Die Antwort darauf finden wir in einem Bibelvers, und zwar in Hebräer 6, ab Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wiederkreuzigen und dem Spott aussetzen. Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbrauchbar und dem Fluch nahe, der am Ende zur Verbrennung führt. Also vorher willentlich im Überschwang zu leben und nachher dafür wieder zu büßen, das bringt gar nichts. In der Bibel steht nämlich auch, alles, was man nicht aus Überzeugung tut, ist Sünde. Da ist es schon besser zu sagen, nö, mit diesem Jesus habe ich nichts am Hut, ich tue, was ich will. Oder zu sagen, ich bin Christ mit allen Konsequenzen. Oder vielleicht zu sagen, ich war bisher kein Christ, möchte aber jetzt mein altes Leben hinter mir lassen. Jetzt schauen wir uns mal die Bedeutung einiger Faschingsrufe an. Der eine, den man kennt, heißt Kölle Alaf. Alaf heißt so viel wie alle aufgepasst und bedeutet sowas wie Köln über alles. Köln steht aber in der Tat nicht über allem, sondern unser Gott, unser Elohim im Himmel. Er steht über allem und er lenkt die Geschicke der Menschen.
Vielleicht ist es ganz gut, dass in diesem Jahr der Fasching mal ausfallen muss. Dann merkt der Mensch vielleicht, es geht auch ohne. So, nun zum weit verbreitetsten Faschingsruf. Hello? Darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das hat zu tun mit Halleluja, aber es heißt auch angeblich Hölle auf und hat zu tun mit Hel, der germanischen Göttin der Unterwelt. Helau sozusagen, es ist aus dem Mittelalter ein Austreiben der Dämonen aus der Hölle. Was wir aber beobachten, ist eigentlich das Gegenteil. Indem ich Helau schrei, bitte ich sozusagen den Hades, das Totenreich und seine Mächte und Kräfte herbei. Ich lade sie ein. Überlegt mal logisch, ist das gesund? Das erinnert mich an eine Bibelstelle in der Offenbarung, Apokalypse, Kapitel 9, ab Vers 1. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrundes gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrundes, und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurden von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde, und es wurde ihnen Macht gegeben, wie die Skorpione der Erde Macht haben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Elohims an den Stirnen haben. Was also die Jecken und Narren nicht wissen, ist, dass dieser lustige Helau-Ruf ganz schön gefährlich und waghalsig ist. Wir haben auch von diesem Schlüssel gelesen, und es ist ja tatsächlich im Fasching der Brauch in gewissen Städten, dass man den Schlüssel der Stadt symbolisch dem Fasching übergibt. Welche Ironie! Besonders wenn gleichzeitig der Stadtrat versucht, sinnvolle Beschlüsse für die Stadt zu fassen. Liebe Leute, jede Handlung, und wenn sie auch nur belanglos vorkommt oder lustig, hat Auswirkungen auf die Wirklichkeit. Und genauso hat auch jedes Wort, jeder Gedanke Auswirkungen auf die Wirklichkeit. Auch wenn wir das in unserer sogenannten aufgeklärten Welt nicht wahrhaben wollen. Manchmal denke ich mir, andere Kulturen sind wirklich aufgeklärter als wir. Zumindest, wenn sie behaupten, Christen zu sein. Ich verstehe ja, dass mit dem Fasching auch positive Emotionen aus der Kindheit verbunden sind. Ich habe das ja selber miterlebt. Dieses Verkleiden, einmal in eine Rolle schlüpfen, die ich selber gern einnehmen wollte. Mal als Cowboy, als Raumfahrer, als Indianer, Prinzessin oder was auch immer sich darzustellen, ist ja wirklich auch schön. Aber prinzipiell sind das Kindereien, und die wirklich auch den Kindern vorbehalten sein sollen, und zwar nicht zu einer bestimmten fünften Jahreszeit. Lesen wir dazu im Buch Kohelet oder Prediger von Salomo, Kapitel 11, Vers 9. Freu dich, junger Mensch, in deiner Jugend. Und dein Herz macht dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Und lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. So, und nun zurück zu meinen Faschingserfahrungen. Übermäßiger Alkoholgenuss, Zügellosigkeit jeder Art. Und das ist nicht so weit hergeholt, weil ich persönlich, ich kann auch ein Lied vom Fasching singen. Ich war selber Gardemädchen, in anderen Regionen auch Funkenmariechen genannt. Ich war gerade mal 16 Jahre alt. Ich habe Saufgelage erlebt. Wir Mädels haben uns mit den sogenannten Elfern umgezogen, im selben Raum. Ja, die Elfer, das sind eine Truppe von jungen Burschen. Die waren zuständig für die Stimmung im Raum, die haben geklatscht,
wenn die Gardemädchen ihren Auftritt hatten. Und wir fanden das alles lustig, wenn auch stressig. Aber jetzt in der Rückblende weiß ich, dass es einfach mit dem Herrn Jesus nicht richtig ist. Irgendwann kommt im Leben der Punkt, an dem man sich entscheiden muss. Meine Entscheidung für Jeschua kam erst wesentlich später im Leben. Die Entscheidung, dass ich mich von ihm retten lassen möchte, weil ich in den Himmel kommen will. Das bedeutet allerdings nicht, dass ich jetzt todernst durchs Leben gehen muss. Es ist einem Christen nicht verboten zu lachen. Das dürft ihr nicht falsch verstehen. Aber in welchem Rahmen, vor welchem Hintergrund finde ich etwas lustig? Saufleder? Oder mache ich mich lustig auf Kosten anderer? Finde ich die dreckigen Witze gut, die bei solchen Gelegenheiten verbreitet werden? Oder empfinde ich es als absolut spaßig und harmlos, wenn Männern am Weiberfasching die Krawatten abgeschnitten werden? Obwohl doch aus Gottes Wort herauszulesen ist, dass Elohim das als Rebellion empfindet. Brauche ich eine aufgesetzte Fröhlichkeit, die nur funktioniert, wenn ich einen gewissen Alkoholpegel erreicht habe? Oder die ich nur bei einer gewissen Anzahl von Menschen hervorbringe? Vielleicht kann ich einfach auch das tägliche Leben mit Humor nehmen. In der Bibel steht: Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Er ist der, der mir Segen gibt. Er ist der, der mir jeden Tag den Atem gibt. Und er ist auch der, der mir lustige Erlebnisse gibt.